So, einen wunderschönen guten Morgen von der Playa de Palma. Die Zeitungen hier auf Mallorca sind auch 20 Jahre voll mit einem der ungeklärten Mordfälle auf Mallorca, nämlich dem Tod von Manfred Meisel. In der Nacht vom 11. auf den 12. November wurde er in seiner Finca in Saranyasa hingerichtet. Ebenso seine Tierpflegerin Claudia Leisten und sein 8-jähriger Sohn. Und jemand, der damals schon an der Playa wirkte als Direktor des Rio Palace, war Raja Dalimonte, der sich heute die Zeit genommen hat, hierher zu kommen. Und Peggy war schon damals Königin der Nacht. Ihr beide kanntet Manfred Meisel gut oder weniger gut? Wie war dein Verhältnis zu Manfred Meisel? Sehr gut, sehr gut. Ich kannte ihn persönlich natürlich, weil zwangsläufig ich als Direktor von Rio Palace damals in den Anfangszeiten und er dann auch angefangen hatte. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, weil er war ein, kann man sagen, vorausblickender, guter Geschäftsmann. Wie gesagt, was meine Freundin Peggy auch gesagt hat, er passte nicht richtig in die Partywelt. Dafür war er aber eben der Businessman, der Geschäftsmann. Und mein Verhältnis war immer sehr gut. Wir waren freundschaftlich sehr verbunden. Haben obwohl zwar Konkurrenten ja eigentlich, ne? Nein, das kann man so nicht sagen. Ich meine, man sagt, wenn dann nicht Konkurrenten, sondern Mitbewerber, aber er fuhr ja eine ganz andere Schiene. Bei uns fing ja das Hauptgeschäft eigentlich erst ab 11, 12 Uhr an und bei ihm muss es dann um 12 Uhr zu Ende sein. Und wir haben natürlich alles auch probiert, die Leute vor 12 Uhr schon reinzukriegen, das ist ganz klar. Aber er hatte praktisch auch wie andere Lokale 24 Stunden Betrieb und da haben wir ihn so als direkte Mitbewerber oder Konkurrenz nicht gesehen. Oh. Peggy, woher oder wie hast du Manfred Meisel kennengelernt und wann war das? Ja, ich kam auf die Insel und meine Ehe ging auseinander. Dann habe ich gedacht, da gehe ich halt mal in die Disco, da gehe ich mal in den Bierkönig. Und wie ich in den Bierkönig reinkam und dann sah ich den Manfred da und dann sage ich, ach, irgendwoher kennst du ihn doch. Meine Freundin hat bei ihm gearbeitet und die ist eine Berlinerin. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann der mir helfen, dass ich irgendwo eine Arbeit bekomme. Ja, und da hat er zu mir gesagt, du kannst bei mir direkt anfangen, wenn du willst. Und da habe ich gesagt, hör mal, da hat noch ein Mann in Klimbim gesagt, ich will bei ihm arbeiten, ich krieg mehr Geld und so. Und dann habe ich gesagt, das überlege ich mir dann noch. Und dann habe ich dann doch gearbeitet im Klimbim. Weil die besser bezahlt haben als Frau. Weil die besser bezahlt haben wie er. Und meine Freundin Ute, die hat dort gearbeitet bei ihm. Und dann habe ich gedacht, was soll ich jetzt machen? Wenn das jetzt stimmt mit dem Geld beim Klimbim, dann bleibe ich da. Und trotzdem ging ich immer wieder zu ihm hin. Und wir sind halt wirklich gute Freunde gewesen und er hat mir auch geholfen, wenn ich was wollte oder wenn ich was nicht wusste oder so. Und da hat er nur zu mir gesagt, am besten ist, wenn du dir selber ein Lokal machst. Und das hast du dann auch gemacht? Ob du da bei dem da gut verkaufst, die Flaschen an die Gruppen oder so. Und dann trinkst du da Kümmerling mit und dann machst du selber ein Lokal und dann kannst du auf dich trinken. Und da habe ich gedacht, irgendwo hat er recht. Und dann habe ich gesagt, so, und dann kamen andere Leute zu mir und haben zu mir gesagt, ich kenne eine Wirtin aus Deutschland, aus Bonn, und die kann nicht mehr oder die will nicht mehr. Geh doch mal da zu ihr hin und frag sie doch mal, ob sie nicht verkaufen will oder vermieten will. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mich dort vorgestellt und haben wir über den Preis klar gemacht und alles. Und dann hat sie gesagt, na, dann habe ich meinen Ex-Mann gefragt, ob er mir kann was zusteuern, weil ich habe Geld im Hintergrund gehabt, das wusste mein Mann nicht. Und dann habe ich gesagt, och, mach dein Ding lieber selber und red mit ihr auf zweimal oder so. Und das habe ich gemacht. Also ist Manfred Meisel eigentlich quasi dafür verantwortlich, dass es heute Peggy Reina de la Noche gibt? Nein, der Name ist von mir, weil ich immer das Lied singe, auch heute noch.
Königin der Nacht. Heute tanzt die Königin der Nacht. Und habe noch zwischendurch gearbeitet, wie das gehießen unten, wo jetzt Cabana war, weiß nicht, wie es gehießen hat. Cabana? Cabana, gerade hier gegenüber, wo wir jetzt dann sind, beim Hotel gegenüber. Und da war ein Mann gewesen, der hat gehießen Erich. Der hat sein Lokal dann zugemacht, kriegte getrunken. Und dann war das für mich gerade recht, dann habe ich gedacht, nein, ich gehe jetzt doch dorthin und nehme das. Und dann hat es für mich. Und dann bin ich zum Meister hin und habe zu ihm gesagt, Manni, immer mir fehlen in meinem Geschäft zwei Tische. Du hast doch so viel rumstehen, gib mir doch zwei Tische mit oder jemand holt sie ab. Ich habe gesagt, für dich mache ich alles. Hat er mir zwei rosa-rote Tische gegeben. Die stehen heute noch in meinem Lokal, sind wohl schwarz gestrichen. Und somit habe ich auch mal, wenn ich Kümmerling gebraucht habe, bin ich zu ihm hin und habe gesagt, hör mal, niemand gibt mir in Oberbayern, niemand gibt mir Kümmerling. Morgen kommt erst der Lieferant, der Jürgen aus Luc Major. Und dann, wenn der morgen kommt, gebe ich dir die Kümmerling zurück, die zwei Kassen. Und er hat immer zu mir gesagt, für dich ja. Und so will, bin ich da ewig, jetzt schon 27 Jahre in meinem Lokal. Und der Dieter Böhm von Klimbim damals war gar nicht so happy, dass ich da war. Nein, der Dieter, der war ja sauer, ja. Der ja. Dieter Bohlen, nee, der Böhm, Dieter, Böhm, der Dieter Böhm, der war ja sehr sauer. Von Klimbim. Oder Tarzan. Tarzan, genau, Tarzan. Bild von einem Mann, Bodybuilder ja. Und so, passt in die Partywelt. Der war nicht so ein guter Geschäftsmann. Nein, der war ein bisschen... Ja. Der ist aber auch verstorben. Ja. Aber eines natürlichen Todes. Naja, so natürlich auch nicht. Der hat Krebs gehabt. Der hat AIDS gehabt. Raja, kannst du dich noch an den Tag, den 11. November 1997 erinnern? In der Nacht zuvor ist Manfred Meisel, seiner Tierpflegerin und sein Sohn, hingerichtet worden. Und du warst zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Genau, kannst du dich noch daran erinnern, wie ich mich erinnern kann, lieber Ingo? Weil ich war, stell dir mal vor, unterwegs mit meinem damaligen DJ. Und dieser DJ hieß Klaus Leisten. Und Klaus Leisten ist der Ehemann von Claudia Leisten, die da umgebracht wurde. Kannst du dir das vorstellen? Wir waren, und zwar hatten wir da auch Aufnahmen gehabt mit RTL. Und dann wurde auf einmal die Nachricht, ich wurde dann zur Seite gebeten. Und dann hieß es dann auf einmal... Deine Frau ist getötet worden. Ich habe selten einen Mann so zusammenbrechen sehen, wie mein lieber Freund Klaus. Wir sind später sehr gute Freunde geworden, weil das war so ein Schlag für ihn, von dem er sich nie mehr hat erholen können. Er hat dann, muss ich leider so jetzt sagen, den langsamen Selbstmord vorgezogen mit Alkohol und Zigaretten und was noch mehr. Also der Mann hat sich anschließend in den nächsten 3 Jahren zu Tode gesoffen quasi. Also ja, das klingt böse. So nein, aber er ging dran kaputt. Die haben sich geliebt, wie als er am ersten Tag. Und die haben sich verstanden, obwohl in alle Beziehungen was war. Also sie haben sich sehr gut verstanden und er war ein sehr guter Freund auch von mir, der Klaus. Und Dietzschke, wenn er mich gesehen hat oder ich kam irgendwo da rein und da rein, ich war immer im Mittelpunkt. Und das wollte ich auch immer sein, bin heute noch. Und es wird mir für ihn so leid getan. Also ich war sehr fertig. Also das ging mir so nah und dort dran ist er gestorben. Kann man sagen, nichts mit Alkohol. Wie war das? Ihr hattet damals schon Mobiltelefone 1997, davon gehe ich mal aus. Also wirst du einen Anruf aus Mallorca bekommen haben? Weißt du noch, wer dich angerufen hat? Und in welcher Situation du damals warst? Also du warst in Köln, ja, ne? Der lebt heute auch nicht mehr. Pepe damals war das gewesen. Sagt, ja, weißt du, was passiert ist? War das nicht der Dischjockey? Nein, das war der Pepe gewesen. Also mich, ne? Angerufen hat. Aber das war komischerweise noch eher, als sie den Klaus anrief. Ich muss das dem Klaus sagen. Das war, als du mich fragst, das kannst du dich noch erinnern. Das sind so einige Momente im Leben, die man nie mehr vergisst. Dann, also das war ja ein Mordfall, der ja sogar, also Schlagzeile in der Bild-Zeitung, die ganze deutsche Presse war voll davon. Ja,
hat man, natürlich spekuliert man in so einem Augenblick dann immer, wer kann das gewesen sein? In welche Richtung gingen denn eure Spekulationen damals? Es gab eigentlich gar keine. Ich meine, die Gerüchteküche brodelte von allem hin. Es wurde alles mögliche, Auftragsmord, Russen, Albaner und was der Teufel. Und dann hieß es wieder Abrechnung und dann wieder mit Liebesaffären und Gefühle. Und man weiß bis heute noch nicht genau, welche Motive dahinter stehen, ob das ein Auftragsmord war oder persönliche Abrechnung. Man weiß überhaupt nicht. So wie meine Freundin Piri sagt, hoffentlich verplappert ihr sich mal eines Tages. Das kam von mir. Also ja, ich habe nass geträumt, genau. weil wenn ich an jemand hänge oder sind Freunde, ich auf der Insel, bin ich auf einer Insel, ich bin alleine, mein Mann ist in Deutschland, weil der Vater gestorben ist, mein Schwiegervater gestorben ist. Und ich bin alleine in der Wohnung, die Wohnung nicht bezahlt war. Da musste ich ja gucken, wie ich alles klar kriege. Und dass man dann Leute kennenlernt, die sich ins Herz geschlossen haben und dich verstehen. Und man kann über manche Sachen privat reden und so. Da habe ich nachts einen Albtraum gehabt. Da habe ich gedacht, wenn das nicht rauskommt oder wenn das nicht gleich passiert, ist das ja morgens passiert. Und da habe ich gedacht, da sind wir reingeflogen und direkt wieder rausgeflogen. Und da haben sie nicht lang nachgeguckt, gar nichts. Und dass dann die Hälfte Geld da bekommen haben, dort, wo sie hergeflogen sind. Und dann der Rest, wenn sie raus sind, und haben es erledigt. Also du glaubst, wenn ich jetzt richtig verstehe, sind Killer nach Mallorca geflogen, haben ihren Job erledigt und sind sofort wieder abgehauen. Und sind abgehauen. Und das alles hat nur mit den Tieren zu tun. Weil er hat ja früher in Deutschland ein Zoo gehabt. Er hat damit Zoo-Handlung gehabt. Und sein Vater alles. Also, das war mein Ding, nur wegen den Vögel, weil das ist sehr viel Geld. Es hat ja kein Geld gefehlt, gar nichts. Es war ja alles da. Es war ja rein alles in der Wohnung da. Und dass sie dann aus Versehen, dass sie dann nicht wussten, dass das nicht seine Frau ist, die war ja in Deutschland und schwanger. Dass dann die, wenn sie das jetzt gewusst hätten, es wäre ja nur schnell rein und schnell raus, denke ich, dass sie dann halt die genommen haben, wo gerade im Haus war, dass das halt die Frau ist. Und sonst, also. Wie war denn die Atmosphäre an der Playa nach dem Mord? Habt ihr da alle Angst gehabt? Habt ihr euch Sorgen gemacht? Was heißt Sorgen gemacht? Wenn du uns natürlich fragst, die wir hier sind, kann ich das eigentlich nur beschreiben mit Entsetzen. Mit Entsetzen, weil das ist ja ganz klar. Heutzutage vielleicht wäre diese Nachricht nicht so entsetzlich, nach dem, was in Amerika passiert, alles was passiert, mit diesen in der Kirche und so weiter und so fort. Und dieser Konzertmassaker da, mit dem aus dem Hotel geschossen und so weiter. Man härtet ja gefühlsmäßig auch und nimmt das zwar heute wahr, aber damals war das so, dass eine solche Tat einfach uns gelähmt hat. Ja? Obwohl, wie auch Bayi gesagt hat, nachdem die tätlose Reaktion der Erfolg, die haben sich dann direkt um uns gekümmert. Die haben den Bierkönig weiter gesoffen und so links. Die haben da zwar so Blümchen hingehängt, so ja, wie es üblich ist. Ein Jahr danach haben sie Blumen ans Gitter gehängt. Ja, alle am Blümchen so ans Gitter gehängt. Aber du hast rein nie, wenn du drin warst im Lokal oder so, hast du nie irgendwie Klicke gehört, wo über das Thema redet oder sich Gedanken macht, was denkt ihr denn? Oder das kann ja nicht einfach so von heute auf morgen passieren. Was denkt ihr dann? Hast du nie was gehört? Die Reaktion der Leute, es hat sich ja alles dadurch abgehärtet, weil wenn man sich hier mit Verbrechen konfrontieren muss, der ISIS und wie die das alles mit öffentlichen Hinrichtungen darstellen und alles. Die Leute verhärten in einer Art. Reaktionen heutzutage, leider Gottes, muss ich sagen. Und er war ein sehr guter Mensch. Er hat alle Leute einmal eingeladen, zum Beispiel die ganze Crew hat er eingeladen in das Bar Andalus. Haben wir gestern noch, am Samstag noch geredet, ich mit dem Chef. Da sagt er, ja, das ist ja jetzt das 20-Jährige wird jetzt, hat er gesagt zu mir, der Chef. Und der Anis sagt, siehst du, ich will da nur mit erwähnen, weil ich muss morgen
Da kriege ich einen Schutti gemacht und dann will ich mal in der Zeitung erzählen, so und so, was ich gedacht habe und was ich so finde und so. Aber da hörst du nichts mehr. Und das wird ja hier in Deutschland, wird das ja nicht, verfällt das ja nicht, aber hier in Spanien verfällt das. Genau, also morgen. Aber erst seit 79 ist es doch. Seit 1979 verjährt Mord in Deutschland nicht mehr. In Spanien verjährt Mord nach 20 Jahren. Morgen. Also am morgigen Tag wird sozusagen der Aktendeckel zugemacht von einem ungelösten Fall, der wahrscheinlich auch nie mehr aufgeklärt wird. Aber trotzdem, es gibt Cold Cases. Gell? Also wie gesagt, wenn irgendjemand sich mal verplappert hier, dann wird wirklich krank wird oder leidet oder sonst was, dass er mal Spritze kriegt oder irgendwas und dann verredet er sich. Er redet, bevor er dann ins Loch geht. Dann die Person, wo das gemacht hat, oder die verplappert sich. Und das also ist bei mir drin und ich bin ein Abergläubiger. Man weiß ja tatsächlich nicht, also was war denn eigentlich das Motiv? Motive gab es genug, es gab auch Spekulationen wie Sand am Meer. Die Rosenmafia steckt dahinter, weil Manfred Meisel ins Rosengeschäft einsteigen möchte. Die Sonnenbrillenmafia steckt dahinter, weil er ins Sonnenbrillengeschäft der Senegalesen einsteigen wollte. Also, diese ganzen Theorien. Das klingt alles blödsinnig, aber diese Theorien gab es. In einem anderen Interview, als wir gesagt haben, dass die am meisten darüber reden, am wenigsten wissen. Ne? Na, den besten Steuermänner stehen ja immer an der Hafenkante anstatt auf dem Schiff. Und genau so, jeder muss natürlich seinen Senf darüber angeben. Das waren die skurrilsten, die bizarrsten Gerüchte, die wurden da an den Tag gelegt. Deswegen, ich habe die absurdesten auch gerade, also Rosenmafia, senegalesische Sonnenbrillenmafia. Schade, dass meine Freundin nicht da ist. Ja, die hat keine Erzähler. Sie hat das alles gemacht mit ihm, mit einem Rudi. Sagt ihr noch was, ein Rudi? Die hat das Lokal gehabt, Köln. Kölner Eck oder Kölner so Restaurant Rudi und der hat was, aber da muss man meine Freundin hat ihn ja getroffen mit dem Koffer in der Hand wieder mit dem Geld drin. Hat sie zu mir gesagt, was hast du da? Hast du Geld drin? Aber die haben eine Million drin hatte. Ja, genau. Ja. Sie war, die wollte ja heute mitkommen. Ja. Schade, dass sie nicht dabei war. Die Geschichte ganz kurz. Also deine Freundin hat Manfred Meisel kennengelernt, der hat einen Aktenkoffer dabei und sie hat gesagt, was hast du denn da drin? Und hast er hat ihn aufgemacht und da war eine halbe Million Mark. Sie hat gefragt, hast du denn eine Million drin? So was. Und hat gesagt, eine nicht, aber eine halbe. Und hat gesagt, wenn du einsteigen hier, ich kenne ein Lokal, ich kenne einen Biergarten, du hast ja früher in Frankfurt einen Biergarten gehabt und ich kenne einen Biergarten und dann kann ich dir den Bierkönig anbieten. Und ich bring dir meinen Freund vorbei, der Rudi. Und der Rudi, der kennt sich da aus auf der ganzen Insel mit allem. Und dann kannst du dich mit ihm unterhalten. Und schon ist passiert und es hat geklappt. Er hat sich unterhalten und schon hat es geklappt. Ja, und seitdem hat er dann das Ding. Also 89 hat er den Bierkönig gekauft mit seinem Aktenkoffer voller Geld. Silberköfferle. Ja. Wie kann ich mir die Schinkenstraße zu dem Zeitpunkt eigentlich vorstellen? Also der Bierkönig war nicht so, wie er jetzt ist. Er war kleiner, ja, daneben gab es ja noch den Pancho, Schinkenbude. Und an der Ecke war ja der Julian. Der Große mit der Brille. Ja, ja, ja. Und meine Holländerin, die verheiratet war. Richtig. Ja. Gut, wir sind hier Erinnerungen ab. Ja, ich vergesse nichts, ich bin nicht verkalkt. Mein Gott. Mein Lachzeichen. Nee, man muss halt lachen, gell? Ja, dass alles sich dann zusammengeschoben hat, wo es vorher so klein war. Und wie ich immer kam, bin ich immer reingekommen, hat er gedacht, ach, jetzt sehe ich wieder die Königin, die braucht bestimmt wieder Kastler Kümmerling. Und so war es auch. Da habe ich immer gesagt, wo ist der Manni? Und dann der Oberkellner hat dann zu mir gesagt, der Manni kommt gleich. Dann hat der Manni mir gebracht, weil es kalt war, weil es war auch schon Ende zu, weil es kalt war, dann hat er mir ein T-Shirt gegeben vom Bierkönig, ein ganz dicker, so warmer T-Shirt, nicht so dünnes, mit langen Armen. Und hat gesagt, jetzt kannst du auch mal Reklame machen für mich. Da habe ich gesagt, ja, das mache ich heute Abend. Da habe ich den T-Shirt angezogen in meinem Lokal abends, mit dem Kaster Kümmerlinge dann. Und die Leute mich dann fotografiert. Also der kommt vom Manni. So. Du hast dich sogar damals bewaffnet. Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Ingo, was unterstellst du mir? Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Du hast einen Waffenschein. Ja, du bist auch Schütze. Richtig. Ne? Sogar
Vizemeister Mallorca in meiner Kategorie mit IPSC, International Practical Shooting Confederation. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Aber du bist tatsächlich mit der Kleinkaliberwaffe dann immer an die Paar gegangen, weil du Angst hattest, oder? Nein, oh Gott. Mein Gott, wie wird denn ja dahingestellt? Ich frag doch nur, weil ja, ich trage nie eine Waffe bei mir. Ich bin zum Training gefahren. Ja? Das war kein Kleinkaliber, das war ein 41er Smith & Wesson, also Kaliber. So muss man das sagen. Okay, also habe ich gerade nur Blödsinn erzählt, du bist nicht mit der Waffe an die Playa gegangen, weil du Angst hattest, sondern die hattest du ja, nur dabei, wenn du zum Training gegangen bist. Nein, du musst es mal so sehen. Er war Inhaber eines Lokals, wurde kaltblütig ermordet. Würdest du als Nicht-Inhaber, sondern Mitinhaber auch nicht, aber als Verantwortlicher in führende Position in etwa, wie würdest du reagieren, wenn du an der Playa rumlaufst? Ich glaube, er hätte auch Angst. Gehe ich mal von aus. Ja, haben und damit umgehen können sind zwei Sachen. Also ja, wenn du nicht mit umgehen kannst, wenn man nicht mit umgehen kann. Ich habe zum Beispiel auch die ganze Zeit so ein kleines Gasfläschchen immer in der Tasche gehabt. Ich gedacht, dann sind alle neidisch auf mich, weil bei mir mein Geschäft läuft und woanders nicht. Aber solange ich immer auf die Straße kam und an Bushaltestelle gewartet habe, auf mein Taxi oder auf den Bus, und da habe ich immer mein kleines Fläschchen dabei gehabt. Aber ich habe es toi 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 noch nie gebraucht. In 27 Jahren noch nicht. So, die Akten werden morgen zugeklappt in Spanien. In Deutschland wird das Verbrechen nicht verjähren. Also wenn Peggys Vermutung eintrifft, irgendwann wird der Mörder plaudern. Und der tut es in Deutschland, kann man ihm noch den Prozess machen. In Spanien allerdings nicht. Und Spanien liefert auch nicht aus. Selbst wenn der Mensch übermorgen ein Geständnis abgeben würde, nach spanischem Recht ist Mord verjährt und kann demzufolge gibt es auch keine Ausgewogenheit mehr. Wir werden nie erfahren wahrscheinlich, wer es war. War es die Papageienmafia? Weil das war ja auch ein... Das klingt absurd, ist es aber nicht, wenn man sich überlegt, dass der Manfred Masel 2.500 Aras, also Papageien, züchtete mit einem Wert von roundabout 5.000 Euro. Ja, also er hatte 12 Papageien für 12 Millionen Euro in seiner, auf seiner Finca. Hast du noch irgendwelche Vermutungen und Spekulationen, wer es gewesen sein könnte? Nein, es waren schon so viele da, Ingo, ich kann keine mehr da hinzufügen. Alles schon ausgeschöpft. Das ist alles im Sand verlaufen. Außer wie ich gesagt habe, da stehe ich immer noch drauf. Sollte einmal krank wäre jemand und der verplappert sich und der verplappert sich im Krankenhaus oder kurz vor seinem Abgang. Der Kunstschatz der Nazis wurde ja auch wieder gefunden. Also irgendwann kann es wieder so weit sein. Also wir werden dann nochmal sehen, wie es in den nächsten 20 Jahren weitergeht, ob es tatsächlich sich noch einen Täter mit Lebensbeichte gibt oder ob eben der Täter... Der kriegt auch keine Strafe. Der kriegt keine, wenn man jetzt findet... Wenn die jetzt finde, wenn es heute dann ging es noch in Ordnung. Aber wenn es ab morgen. Es kommt ja noch hinzu, dass man nur sagt von ihm, von er. Also, es könnten aber auch mehrere gewesen sein. Ja. Das weiß man alles nicht. Es ist vielleicht in einer Art auch besser so. Gut. Dass man es nicht weiß, meine ich. Ja. Also, mir würde es besser gehen, wenn ich wüsste, wer es gewesen ist, weil er könnte ja hier rein theoretisch am Nebentisch sitzen, der Mörder von Manfred Masel. Wir wissen es nicht. Ja. Gut, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke für eure Erinnerungen aus dem Jahr 1997. Ja, das war schön, Peggy, dass wir wieder mal. Ne? Ja, das finde ich wunderbar. Wie lange habt ihr beide euch nicht mehr gesehen? Oh, wir sehen uns so. Zufall, ne? Ja, ja. Aber jetzt habe ich dich das letzte Mal gesehen, wo ich Interview war bei dir hier an der Playa. Ja, genau. Also bei mir im Livestream wahrscheinlich. Nein, war auch bei dir. Ja, sage ich ja. Wie lange ist das her? Das ist ungefähr ein paar Monate. Ja, genau. So, wo ich dich gerade noch hier habe, Raja, kleiner Ausblick auf die Saison 2018. Diese Saison 2017 wird ja wahrscheinlich auch wirklich in die Annalen der Playa de Palma eingehen. Mit Sicherheit, ja. Wie glaubst du, wird es im nächsten Jahr weitergehen hier? Man Unken ruft ja schon, dass da bis zu 10% weniger kommen sollten. Weil diese Überbuchungen haben ja natürlich den Schuss nach hinten losgehen lassen. Das heißt, Mann, das war so voll, da gehe ich nächstes Jahr nicht mehr hin. Das ist doch die Befürchtung, die bei der Politik und bei den Verantwortlichen, Hotelverband und so weiter, auch ausgesprochen wurde. 10% weniger finde ich nicht unbedingt schlimm. Genau, das meine ich. Und dann schon noch die Ökotasse angehoben oder gar verdoppelt werden. Das sind also alles natürlich Fakten, die dazu beitragen, dass wir nächstes Jahr vielleicht nicht
die gleiche Zahl haben werden, weniger, aber ich glaube, dass der Umsatz dann unten nicht klein wird. Wir haben ja auch noch die Weltmeisterschaft nicht zu vergessen. Wird das die ja? Waren ja an der Playa besonders gut genau gucken das. Können. Eine Frage noch, wird der Megapark nächstes Jahr aufmachen? Oh Gott, jetzt kommt wieder die Kronenfrage von Herrn Wohlfeil. Dazu möchte ich wirklich nichts sagen. Ja, lass mich mal überraschen. Lass euch mal überraschen. Okay, alles klar. Wir lassen uns überraschen. Okay. Also ich meine, dass nächstes Jahr nochmal so gut wird für mich wie dieses Jahr. Ja, das denke ich. Wenn ich, egal mit 73, ich werde das wieder durchführen. Was soll ich zu Hause in meiner Rente mit 3,50 Mark? Mein Alter brauche ich nicht preiszugeben. Nee, brauchst du nicht. So, Peggy hat den Laden zugemacht jetzt. Jetzt geht's demnächst in Urlaub, oder? Jetzt geht's demnächst erstmal kurz noch. Ich wollte noch Fuerteventura, aber der Robinson Club ist ausgebucht. Oh. Silvester, Weihnachten. Da werde ich vielleicht einen kurzen Trip machen auf Gran Canaria. Gran Canaria. Und dann geht's im Januar auf eine Kreuzfahrt. Sehr schön. In die Karibik. Und im April schließt du wieder auf. Am 1. April ist die Mutter wieder da. Wir freuen uns drauf auf die Kümmerling bei Peggy am 1. April. Eiskalt bitte. Dankeschön.